Ich habe in Umweltpolitik promoviert. Das heißt, das ist eigentlich hier voll mein Thema. Der vegane ökologische Fußabdruck, wenn ihr jetzt in der Berliner Morgenpost gelesen habt, dass ich euch über vegane Ernährung informieren werde, über den Fußabdruck, dann liegt ihr falsch. Vegan heißt ja auch Leitvermeidung. Das heißt, ich werde euch darüber informieren, wie wir insgesamt einen guten ökologischen Fußabdruck bekommen können und nicht nur, wie wir vegan einen guten ökologischen Fußabdruck bekommen können. So, das habe ich in China gesehen. Hier, der Affe sitzt auf Darwins Theorie der Evolution. Ja, und da steht drunter, auf keinen Fall können wir heute weiße Wolken und blauen Himmel importieren. Niemals werden sie morgen in der Lage sein, Flüsse und Berge wiederherzustellen. Missbrauche nicht die natürlichen Ressourcen der Erde oder über die Gegenwart des Menschen. Heute werden übermorgen Affen nachdenken. Also ich glaube, wenn es uns Menschen an die Haare geht, wird es den Affen auch an die Haare gehen. Also deswegen glaube ich da nicht ganz so dran. Wichtig beim ökologischen Fußabdruck ist, erstmal anzuerkennen, dass wir auf einem blauen Planeten leben, der begrenzt ist. Ja? Das ist ein begrenzter Planet, das sind begrenzte Ressourcen. Das heißt, zuerst möchte ich über die physikalischen Grenzen sprechen. Ja, das habe ich da mal so zusammengebaut. Und zwar ist das unsere Erde. Und dann haben wir einen Fußabdruck. Ja? Das heißt, wie viele Ressourcen wir nehmen, das spreche ich gleich nochmal genauer drüber. Und dann, ich denke, die meisten hier sind Veganerinnen. Wir wollen ja auch, dass die Tiere auch noch so ein bisschen Platz haben und essen und Wasser und so weiter und nicht nur für uns Menschen sorgen. Deswegen müssen wir da alle drauf passen. Na? Okay. Der ökologische Fußabdruck ist eine Orientierung für Nachhaltigkeit. Ja? Da geht es nicht um Greenwashing, also wir streichen uns nicht nur grün an und tun so, ja, selbst bei Starbucks gibt es den nachhaltigen Kaffee, sondern wir meinen es wirklich ernst. Ja, und zwar im Sinne des Brundtland-Berichtes, unsere gemeinsame Zukunft, so hieß das schon 1987, die sagen, nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Da sind wir momentan meilenweit von entfernt. Wenn jemand schon mal was vom Earth Overshoot Day gehört hat, vor 4 Jahren war der noch im September, und davor noch im November und dieses Jahr war er im Juli, ja, Ende Juli. Das heißt, Ende Juli hatten wir alle Ressourcen verbraucht, die die Erde innerhalb von einem Jahr regenerieren kann. Alles weg. Ja, also eigentlich müsste der Earth Overshoot Day, ja, der 31. Dezember sein. Ja, das wäre okay, da könnten wir mit leben. Da könnte die Erde mit leben, wir und die Tiere. So, na? Der ist ein bisschen. Ah, okay. So, der ökologische Fußabdruck, da liest man immer so ganz viele verschiedene Sachen: Carbon Footprint, Nitrogen Footprint, Environmental Footprint. Dann gibt es noch Carbon Dioxide Equivalent. Selbst die Frau Klöckner hat das neulich getweetet. Eigentlich ist es alles nicht ganz so genau und so ein bisschen. Man weiß nicht, verschiedene Institute benutzen verschiedene Maßstäbe. Aber worum es mir in dieser Präsentation hier geht, ist nicht, dass ihr genau wisst, wenn ich den Käse esse, den veganen Käse aus Mandeln, dann ist das so ein Fußabdruck. Oder wenn ich das mache, dann ist das so ein Fußabdruck, sondern einfach ein Gefühl dafür bekommt, was euer täglicher Konsum eigentlich ist, was unser gesellschaftlicher Konsum bedeutet und auch was diese moralische Dimension daran ist, ja, dass wir wirklich anderen was wegnehmen. Ja, wir nehmen der Zukunft was weg, wir nehmen den Tieren was weg, wir nehmen Menschen in ärmeren Verhältnissen was weg, wenn wir mehr nehmen, wenn wir mehr verbrauchen. Ah, so. Ja, das kennen wir alle, das ist das Ungefährzeichen. Ja, ich bin zwar Gesellschaftswissenschaftler, aber mir ist es besonders wichtig, dass ihr wisst, alle Zahlen hier sind so Ungefährzeichen. Ja, alle Berechnungen, jeder, der das berechnet, nimmt irgendwelche anderen Faktoren mit rein oder lässt was weg, hat andere Prognosen, da kann sich die Bevölkerung anders entwickeln und so weiter. Deswegen alles mit so einem Ungefähr im Kopf. Und da fangen wir schon mal an. Ein Apfel
kann zum Beispiel selbst, wenn das ist jetzt die gleiche Person, die das durchgerechnet hat, ja, dieser Apfel kann auch sich im Fußabdruck unterscheiden von einem anderen Apfel. Der selbstgepflückte Apfel, der hat eigentlich gar keinen Fußabdruck. Ja, der wächst in deinem Garten, wenn du nicht bewässerst und so weiter, hat er eigentlich einen Fußabdruck von null. Ja, der regionale Apfel und saisonal, der hat so ein bisschen was. Und ganz hinten steht dann hier transportiert, gelagert und ineffizient produziert. Ja, dann hat er einen ganz hohen Fußabdruck. Und es kann sogar sein, dass die Banane, die irgendwie aus einem exotischen Land kommt, einen niedrigeren Fußabdruck hat, weil sie nicht so lange gelagert wurde, weil sie anders produziert wurde und so weiter. Das heißt, eigentlich ist es super kompliziert. Wir müssen aber trotzdem so ein bisschen so eine Idee davon entwickeln, was das im Leben bedeutet. Wir müssen halt auch die Verantwortung für unseren eigenen Konsum tragen und vor allem auch gesellschaftlich versuchen, was zu verändern und auch die Politik dazu zu zwingen, dass wir alle auch innerhalb des eigenen Rahmens leben können. Ja, das ist nämlich nicht so einfach. In Deutschland geht das nämlich gar nicht ohne die Politik. So, da habe ich ein tolles Buch viel benutzt. Das ist How Much is a Banana bei Berners-Lee. Der macht alle möglichen Kalkulationen. Wie viel CO2 ist ein Vulkan? Wie viel CO2 ist eine Weltmeisterschaft? Ich kann das Buch nur empfehlen, das ist eine gute Anleitung, so ein bisschen, um eine Idee dafür zu entwickeln. So, und jetzt, da habe ich ganz viele verschiedene Institute und so weiter dafür benutzt, deswegen sind die Zahlen variierend, die hier auch ziemlich. Man kann schon sagen, dass eine pflanzenbasierte Ernährung wesentlich besser abschneidet als eine, die auf Tierprodukten basiert. Wobei man halt sagen muss, dass bei den Tierprodukten ganz oft unfairerweise nicht mitgezählt wird, dass nämlich die Regenwälder brennen dafür und nicht mitgezählt wird, wie viel eigentlich an Anbaufläche in anderen Ländern dafür benutzt wird. Deswegen sind die Zahlen teilweise sehr nah an dem Gemüserahmen dran, ja, aber davon nicht abschrecken lassen. Das hat halt wirklich was damit zu tun, mit dem persönlichen Rahmen und den persönlichen Ideen der Person, die das kalkuliert oder halt auch, was hinter diesem Institut steckt. Ja. Energie- und Umweltforschung, dann kann man sagen, ja, okay, die sind vielleicht ein bisschen mehr auf Energie fokussiert und das ist halt oft auch noch das Problem, dass wir immer über erneuerbare Energien sprechen, aber eben nicht über viele andere Bereiche unseres Konsums, die auch unheimlich viel ausmachen. So, ein begrenzter Planet bedeutet Belastbarkeitsgrenzen. Ja, erneuerbare Ressourcen sagen wir immer, aber erneuerbare Ressourcen sind nicht wirklich so erneuerbar. Ne? Es hat nur einen Zeitrahmen. Der Zeitrahmen ist anders. Holz. Ja, der Baum muss erstmal wachsen. Wenn ich den Baum fälle, dann ist er erstmal weg. Dann muss er erstmal wieder nachwachsen. Also ist erneuerbar, aber wir müssen halt schon warten. Und das Problem ist, was auch in der Tagesschau noch immer kommt, ist halt, dass immer auf Wirtschaftswachstum, wir brauchen eigentlich gar kein Wirtschaftswachstum, wir nehmen schon viel zu viel aus der Erde und wir nehmen schon viel zu viel weg, ja. Und das ist halt dieser irrsinnige Glaube an ein unendliches Wachstum in einem begrenzten System, ja, unsere Erde. Und eigentlich ist es Raubbau, ne? Das ist so ein Begriff, den man schon lange nicht mehr benutzt, aber ich finde ihn unheimlich schön, weil der es einem so richtig zeigt, der Raubbau, was wir betreiben. So, irgendwie kriege ich es mit dem... Ah, so. Jetzt habe ich mal versucht rauszukriegen, das steht gar nicht so oft so, wie viel wir eigentlich verbrauchen sollen. Und dann gibt es von 2011 von der UN eine Berechnung, die sagt, eigentlich müsste unser ökologischer Fußabdruck 3 Tonnen sein. Ja, das wäre fair. Ich habe woanders gefunden 2 Tonnen. Ja, das ist dann noch unmöglicher, weil 3 Tonnen ist schon ziemlich schwer. So, 3 Tonnen, das ist das. Und wir in Deutschland verbrauchen aber 3 Erden, ja, nicht 3 Tonnen, sondern 3 Erden. Ich beantworte nachher Fragen in der Ecke. CO2 pro Person. Du, ja genau, dein Fußabdruck. 1 Jahr, weil 1 Jahr, also es wird immer auf 1 Jahr berechnet, ne? Also was in einem Jahr wieder wachsen kann, da wäre es okay, wenn wir 3 Tonnen konsumieren. Aber ich habe auch gefunden 2 Tonnen. Und tatsächlich konsumieren wir in Deutschland zwischen 11 und 15 Tonnen, ja, da ist man sich auch nicht einig, deswegen wieder ungefähr. Jetzt habe ich das mal so gemacht, ich habe mal so mal geguckt, letztes Jahr, was war mein Fußabdruck, und da sieht man schon, ich lebe vegan, ja, mein Essensfußabdruck ist jetzt nicht so groß,
Ja, das ist der kleinstmöglichste, den man irgendwo haben kann, regional, saisonal und so. Dann für mein Zuhause geht nicht so viel drauf. Für Mobilität geht unheimlich viel drauf. Dabei habe ich kein Auto, gar nichts mehr. Ich bin nur Zug gefahren, Bus gefahren und es geht trotzdem viel drauf. Da merkt man schon, dass die Infrastruktur unheimlich wichtig ist. Deswegen halt auch die Politik. Und bei Services, ne, das schlägt auch ziemlich nieder. Krankenhäuser und so weiter. Deswegen sage ich, wir als Deutsche können gar nicht ohne richtig krasse politische Veränderungen auf die 3 Tonnen kommen. Ja. Ein Kind, bevor es geboren ist, hat an der Infrastruktur schon 4 Tonnen verbraucht. So, da ist jetzt, also ich bin relativ gut dabei, aber ich beschäftige mich ja auch alltäglich damit und denke darüber nach. Ja, aber ich feiere das immer, wenn ich bei 1,5 Erden bin. So. Und das finde ich jetzt super interessant, das ist aus dem Buch. Und zwar wird ja immer gesprochen, wir sollen alle Fahrrad fahren. Stimmt aber nicht. Wenn man einen Cheeseburger gegessen hat und dann Fahrrad fährt, ja, dann ist das der halbe Ausstoß von einem Auto. Deswegen habe ich da mal 2 Leute reingesetzt, damit das halt wirklich wie 2 Leute ist. 2 Leute, ja, die im Auto fahren, sich damit den Fußabdruck teilen. Strecke X, ja, 1 Kilometer, 10 Kilometer, 100 Kilometer, ist egal. Oder 2 Leute, die vorher einen Cheeseburger gegessen haben. Ne? Da ist ein kleiner Cheeseburger in deren Magen. Das ist der gleiche Fußabdruck. Das heißt, wenn jemand so richtig nur Tierprodukte isst, dann wollen wir eigentlich, dass er lieber Auto fährt. Aber sagt das keinem, ne? Sagt das keinem. Natürlich soll ich, also es geht ja auch um Gesundheit, ne? Und andere Sachen. So, ich habe es irgendwie mit diesem Klicker nicht drauf. Das ist halt noch so Sachen, so zwischendurch, ein Taschentuch sind 10 Gramm, eine Standardplastiktüte sind auch 10 Gramm. Ja, da, wenn man die Plastiktüte öfter benutzt, ist sie tatsächlich besser als die Papiertüte. Da kommen wieder die Unsinn der Politik raus, weil die in der Herstellung ungefähr gleich sind. Die Papiertüte lässt sich besser recyceln, aber hat jemand wirklich schon mal versucht, eine Papiertüte irgendwie 20 Mal zu verwenden? Ja, geht, aber... ist, dann, hier haben wir den großen Latte, 340 Gramm, ja, krass, da ist die Milch halt drin, ne, und der Kaffee ist halt auch nicht ganz einwandfrei. Dann hier das Kind, ne, das Kind ist richtig viel, ein Kind mehr sind 60 Tonnen, ja, 60 Tonnen. Ich will euch jetzt nicht allen sagen, ihr sollt keine Kinder kriegen, aber wenn ich die Klimaberichte lese und wie es um die Welt steht, dann vielleicht. Jetzt haben wir die Spam-E-Mails, das fand ich einfach so erstaunlich, das musste ich da einfach noch mit reinpacken, ja? Spam-E-Mails. Ja, das ist weltweit, ne? Also weltweit, wie viele Spam-E-Mails sind. Das ist mir unbegreiflich, dass es sowas geben kann. So, und jetzt kommen wir auch zu den moralischen Grenzen. Also ich habe ja schon gesagt, wenn wir mehr nehmen, dann fehlt jemandem anderem was. Ja? Wir können nicht einfach mehr nehmen, weil es ist ein begrenzter, wir haben einen Kuchen, wir müssen den Kuchen teilen. Aber wenn dann einer irgendwie 90% des Kuchen isst und der andere 10%, dann ist kein Kuchen mehr da. Und so, das Bild symbolisiert das. Und was ich besonders erschreckend fand in Berners-Lee ist, der hat sich mal den Spaß gemacht, hat gerechnet, wie viele Tonnen gibt es einen Klimatoten? Ja? Alle 150 Tonnen, das sind 2,5 Kinder, stirbt eine andere Person. Natürlich darf man das nicht so genau aufwirken. Wie gesagt, ich habe das Ungefährzeichen gezeigt. Ja. Wenn man viel in Urlaub fliegt, sollte man sich vielleicht auch überlegen. Ja, ein menschlicher Toter. Hier haben wir den verhungernden Bären. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen, dass er die ganze Zeit dahinter ist. Ne? Also ich möchte schon so ein bisschen grauselige Stimmung hier erzeugen, weil ich möchte, dass ihr alle ein katharsisches Erlebnis habt. Ja, zuletzt hat jemand in meinem Vortrag geweint und ich habe mich gefreut, weil das wirklich für diese Person zu einer Veränderung geführt hat. Ja? Also nicht, weil ich irgendwie besonders sadistisch bin oder so, sondern weil das zu einer Veränderung geführt hat. Und alle wie viel Tonnen ein Tier hat keiner ausgerechnet. Ja, das würde mich super interessieren, alle wie viel Tonnen ein Eisbär, alle wie viel Tonnen ein Wal. Ja, wahrscheinlich mit Fisch und Fischnetzen, aber ungefähr so. Und für mich ist moralisch, und das ist auch für viele andere, das ist halt eigentlich gesellschaftlich akzeptiert, dass jeder als eine Person zählen sollte und niemand mehr als einer. Und das hat Mill
aufgeschrieben und er weist das seinem Lehrer zu, Jeremy Bentham, den wir auch schon bei den Tierrechtlern kennen wir den. Der sagt nämlich, es ist wichtig, nicht ob Tiere denken können, sondern es ist wichtig, dass Tiere fühlen können. Ja, deswegen muss man sie beachten. Und dann gibt es einen Capabilities Approach in der Philosophie, politische Philosophie. Und zwar sagt er erstmal, der Capabilities Approach, Capabilities, Fähigkeiten, der sagt, wir brauchen bestimmte Sachen, um Mensch zu sein, um uns zu verwirklichen. Wir brauchen ein Minimum an bestimmten Standards, um halt wirklich uns ausleben zu können. Ne? Also Martha Nussbaum schreibt auch, wir müssen spielen können. Ja? Menschen müssen spielen können, um Mensch zu sein. Ding ist aber, okay, dann haben wir dieses Minimum. Klar, wissen wir alle, man braucht ein Minimum, da reden wir auch ganz viel drüber. Wir brauchen aber auch ein Cap, ein Maximum, ja? Ein Deckel drauf. Warum? Weil unser Planet begrenzt ist. Und weil wir ganz viele Menschen sind und weil es auch ganz viele Tiere gibt und weil wir alle zusammen uns diesen Planeten teilen. So, und moralische Grenzen und moralische Konsequenzen sind dann, dass wer mehr als seinen eigenen Teil nimmt, eigentlich Diebstahl betreibt. Ja, es ist eigentlich Diebstahl. Das sprechen wir nicht oft genug, deswegen wurde ich auch vorgestellt, das ist ehrlich. Ich versuche besonders ehrlich zu sein, zunächst mit mir selber, was oft lähmend sein kann, weil es wirklich schwierig ist, in dieser Welt das zu befolgen. Und das bedeutet Leiden von Mensch, Tier und Natur. Und da frage ich mich, das ist eigentlich dann nicht vegan. Ne? Müssen wir ganz ehrlich sein, das ist eigentlich nicht vegan. So, gut, jetzt haben wir diese physikalischen Grenzen, haben wir drüber geredet, dann haben wir jetzt drüber geredet, dass es moralische Grenzen gibt, ja, dass diese physikalischen Grenzen, dieser eine Planet, den wir uns teilen, ja, auch wirklich bedeutet, dass wir eine Pflicht haben, das zu teilen. Ja, wir haben kein Recht darauf, mehr als 3 Tonnen zu nehmen. Ja, da sind die Fridays for Future haben Recht, ja, weil da bleibt nichts mehr für die übrig. Ja, da bleibt für niemanden mehr was übrig. Und da wird ganz oft nicht drüber gesprochen. Und da wird dann, ja, du bist ja Alarmist und so. Ja, habt ihr mal Klimaberichte gelesen? Habt ihr euch mal die Klimawissenschaft angeguckt? Ja, das wird jedes Jahr höher geschraubt. Und die Umwelt ist jedes Mal, wir haben Mikroplastik in der Schnee, wir haben überall eigentlich Mikroplastik. Ja, was halt auch mit dem ökologischen Fußabdruck zu tun, weil wir halt zu viel verbrauchen und der Müll dann einfach irgendwo landet. Gut, und aus dieser Praxis, also aus dem moralischen und dem physikalischen Grenzen erhebt, gibt sich ja eigentlich auch eine Anleitung für unsere Praxis. So, und wir behaupten immer, ja, wir machen schon ganz viel, aber tun wir eigentlich nichts. Und man findet, dass ja, fast 2/3 der Deutschen stimmen der Aussage zu, dass wir langfristig die Umwelt schützen müssen und alle Ressourcen schon konsumieren müssen. Ja, da sind wir uns einig, so gut wie einig. Müssen wir machen. Okay, dann ist aber Value-Action-Gap ist halt die Kluft zwischen Angabe, ja, das machen wir, das müssen wir machen und ja, wir leben politisch und so weiter und der tatsächlichen Wirklichkeit. Ja, und dann kann man mal gucken, wie hoch ist der Marktanteil von Fairtrade-Kaffee. Weiß das jemand? Ich weiß, dass es jemand weiß, weil ich jemanden habe, der letztes Jahr hier schon war. Und ich kann sagen, der Anteil hat sich nicht verbessert. Irgendwer? So, hat jemand eine grobe Idee, wie hoch der Anteil von Fairtrade-Kaffee sein könnte? Ja, ein bisschen höher, 2% habe ich gehört, ist auch ein bisschen. Ja, also der ist so bei 3,7, ne? Also wenn man der Fairtrade e.V. glauben kann, 3,7. Ne? Also richtig, wir konsumieren also richtig politisch in Deutschland. Das ist in anderen Ländern auch so. Ne? Also ich bin erst auf die Idee gekommen, weil ich eine schwedische Studie gelesen habe. Und da kam genau das Gleiche raus. 90% haben gesagt, wir konsumieren politisch. Und tatsächlich konsumiert haben weniger als 5%. Bei Kaffee, Fairtrade-Kaffee. Ja? Kaffee ist eigentlich das Produkt, was am weit verbreitetsten auch als Fairtrade immer da in meinem Angebot ist. Ja? Da braucht man sich nicht groß anstrengen, das findet man sogar selbst bei Lidl. So. Da, und dann deshalb, daraus ergeben sich halt diese Fragen zum eigenen Verhalten. Brauche ich X? Ja? Wenn ich irgendwo hingehe, brauche ich das? Ja, also ich bin jetzt hier nicht Marie Kondo oder so, aber die Idee ist schon nicht schlecht. Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Bevor man es überhaupt kauft, ja. Nicht, wenn es schon zu Hause ist, dann ist eigentlich schon zu spät, dann hat es schon Abdruck. Dann könnte man überlegen, was man noch Tolles damit anstellen kann.
Aber wenn man was kauft, brauche ich das. Wie kann ich das kompensieren? Ja? Wenn ich das wirklich brauche und auch wirklich will, wie kann ich das irgendwie, wie kann ich dafür sorgen, dass ich trotzdem nur meinen fairen Anteil mache, dass ich trotzdem irgendwie einen positiven Effekt habe, ja? Dass der positive Effekt von mir überwiegt, ja? Das kann man versuchen, so kommt man vielleicht auf null, ja? Wenn man versucht, das so ein bisschen auszugleichen. Mache ich das für mich oder wird dadurch die Welt besser? Ja, also es ist schon so ein Schritt weiter. Ich wurde ja auch als Aktivistin vorgestellt. Ja, das frage ich mich natürlich auch. Und da haben wir jetzt hier die, haben wird auch bei Extra 3 wird sich drüber lustig gemacht, vegane Kreuzfahrtschiffe. Ja, was ist denn das, vegane Kreuzfahrtschiffe? Ja, für mich ist das pflanzenbasiertes Reisen, weil da geht es ums Essen, da geht es nicht um die vegane Idee vom Leiden vermeiden. Weil Kreuzfahrtschiffe sind nämlich furchtbar dreckig, ja? Also standardmäßig ist es CO2 pro Passagier und Strecke das gleiche wie drei Flugzeuge, ja? Boeing 747. Okay, von dem Schweröl, die benutzen normalerweise besonders dreckiges Öl. Da kann man jetzt nicht sagen, okay, die eine vegane Kreuzfahrt in Deutschland hat nicht so schlimmes Öl benutzt. Ja, das ist dann ein bisschen besser, die haben nicht so schlimmes Öl benutzt, aber die haben ja trotzdem Werbung dafür gemacht, ne? Und trotzdem gesagt, ja, Kreuzfahrtschiff ist okay. Und dann haben die halt auch noch einen Anker, den sie in irgendwelche Riffe reinschlagen und durch die Gegend ziehen und so. Alles völlig unnötig zum Spaß. Das Ding ist auch noch dreckiger. Ja, es hat dreckiger als der LKW, Feinstaub, Ruß, Schwefeldioxid und Stickoxid. Alles drin, ne? Und in besonders ökologisch verwundbaren Gebieten, also so Südsee und so. Ja, weil da haben wir ja noch nicht genug Dreck hingebracht. So, und dann haben wir die veganen Erlebnisreisen, die sind hier irgendwo, ich habe sie noch nicht gesehen. Ja, ich erlaube mir hier, mich dagegen auszusprechen, weil ich finde, die haben hier nichts zu suchen. Und warum haben die hier nichts zu suchen? Danke, warum haben die hier nichts zu suchen? Ich habe mal so deren Angebote so durchgeguckt und habe das dann ausgerechnet, wie viele Tonnen das sind, ja? Also und die sagen ja da, wenn du dann da bist, dann bist du besonders nachhaltig und hilfst den Leuten da und so, ja, irgendwelche lokalen Projekte. Aber wenn du Berlin-Kapstadt oder Berlin-Rio, ne, das ist hier, ich habe jetzt hier die Städte genommen, das sind die wurden Länder angegeben, ich habe nicht ganz genau geguckt, wo die jetzt hingehen. 6 Tonnen. Ja, Francistown oder San Jose? 6,7 Tonnen. Ja, Berlin-Arusha? Ja, 4,6 Tonnen. Und ich war noch großzügig, ne? Ich habe nicht den billigsten Flug genommen, sondern ich habe den Flug genommen, der am kürzesten ist. Weil das wird nämlich in Flugstunden berechnet. Das heißt, ne? Also ich war total großzügig noch zu denen, aber ihr könnt euch ja noch alle daran erinnern, 3 Tonnen sollen wir anzielen. Da habe ich dann schon nur mit dem Flug nichts gegessen, nichts gemacht, gar nichts. Mein Jahresbudget von 2 Jahren. So. Dann Beispiel Aktivismus. Ja, es gehen also dann fliegen, dann sehe ich Aktivisten irgendwo hinfliegen und dann denke ich mir so, was machen die da? Glauben die, wir haben hier keine tolle Menschen, die irgendwie was erzählen können, wo man was lernen kann? Wir sehen ja hier, das tolle Vortragsteam hat hier eine ganze Liste von Vortragen organisiert, wo man halt was lernen kann. Dann gibt es noch das Workshop-Zelt da hinten, da kann man auch was lernen. Und das ist ja auch nicht die einzige Veranstaltung im Jahr, wo man was lernen kann, ja. Man kann ständig was lernen. Und im Zweifelsfall könnte man auch gucken, ob man nicht bei YouTube sogar mehr lernt, weil man zwischendurch den Sprecher, der zu schnell spricht, ne, ich, anhalten kann und nochmal drüber nachdenken kann. Ja, habe ich die Frage, lerne ich dort etwas, was ich nicht woanders lernen kann? Ja, kann ich das hier nicht lernen? Muss ich unbedingt, in dem Fall Berkeley, ne, Animal Rights Konferenz, muss ich da unbedingt hinfliegen und womöglich noch 2-mal im Jahr hinfliegen? Ja, weil da so ein tolles Erlebnis. Ich würde argumentieren, nee, das mache ich für mich. Ja, das mache ich nicht irgendwie für die Tiere oder für den Aktivismus. Ja, und genau, haben wir mal unseren Fußabdruck mal ein bisschen höher gemacht, indem wir beim Christopher Street Day einen Wagen gemacht haben. Ja, das ist der vegane Wagen, Queer Vegans, beim Christopher Street Day. Und dann wurde uns auch gesagt, ja, Öl, Fußtruppe, CO2. Und dann haben wir uns aber gedacht, wir wollen gesehen werden. Ne? Wir wollen die vegane Botschaft rausbringen. Mit einer Fußtruppe ist was anderes, als wenn man so einen Wagen hat.
Gab auch unheimlich positives Feedback. Da steht drauf auf dem Wagen Rechte für alle Lebewesen. Und wir haben auch vegane Produkte verteilt. Wir hatten natürlich nur vegane Sachen. Es war auch eine super Stimmung, ja, wie ihr da auf dem Bild sehen könnt. Und dann haben wir uns überlegt, na, da gab es einen schlauen Mensch, sitzt im Publikum, der ist drauf gekommen, wir könnten ja kompensieren. Haben wir auch gemacht. Wir haben gedacht, wir kompensieren das bei Atmosphäre. Ne? Das ist so ein bisschen so, ich schlag mein Kind, dafür sorge ich dafür, dass ein anderes Kind nicht geschlagen wird. Also, das ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht astrein, aber im Ende ist es neutral. Ja? Wir sollten es alle trotzdem machen. Ne? Also, selbst wenn wir Kinder, unsere Kinder schlagen, sollen wir trotzdem dafür sorgen, dass die anderen Kinder nicht geschlagen werden. Ja? Also, ich will da gar nicht gegen argumentieren, wir haben es ja gemacht. Aber wir haben dann gedacht, boah, das ist ja so billig. Also haben wir für die gesamte Parade, also für alle Wagen, ja, geschätzt 100, glaube ich, war das, ne? 90 haben wir geschätzt. Mit Stromaggregaten und so weiter hat das, haben wir es berechnet. Also nicht ich. Dann die Rettungswagen und Polizei, da haben wir so 100 gerechnet, Einsatzkräfte für den Paradezeit. Und da haben wir für alle kompensiert. Ja? Wir als veganer Wagen haben die Klimazertifikate für alle gekauft. Ja? Das geht eigentlich nicht an mich, sondern an vor allem ganz viele Aktivistinnen, die für uns auch Geld gesammelt haben, Kuchen gebacken haben und so weiter. Ja, aber tragt das in die Welt hinaus. Man kann auch versuchen, irgendwie in seinem Aktivismus so ein bisschen was zu tun und so ein bisschen auch vor allem symbolisch was zu zeigen. Ja, deswegen Zeichen setzen. Genau, und das haben wir auch natürlich draufgeschrieben, oder? Also so ganz so bescheiden waren wir nicht. Wir wollten auch, dass Leute das wissen. Ja, deswegen stand hinten drauf, wir haben den CSD klimaneutral gemacht mit Atmosphäre. Ja, also wie gesagt, wir haben unser eigenes Kind geschlagen, aber wir haben 100 Kinder davor gerettet, geschlagen zu werden. So, und dann gibt es halt Lösungsstrategien, da möchte ich auch kurz drüber sprechen. Es wird immer so gesagt, grünes Wachstum, grüner Kapitalismus. Bewiesen wurde das aber nicht. Ne? Also es gibt gar keine Studien. CO2 und Wirtschaftswachstum sind eigentlich so parallel. Ne? Und dazu kommt dann auch noch Temperatur. Ihr kennt vielleicht diesen Hockey-Stick-Ding mit der Temperatur geht hoch. Und die CO2-Linie gehört eigentlich genau dazu. Die ist parallel mit allen anderen. Das Beste, was der Umwelt passieren kann, ist eigentlich, wenn es unserer Wirtschaft nicht so gut geht. Weil dann konsumieren wir nicht so viel, dann ist auch CO2 in der Regel nicht so hoch. Ökosteuern, da wird jetzt viel drüber gesprochen, Fleischsteuern, ja, auch genannt. Das ist einerseits gut, weil das die Kosten internalisiert, ja. Das heißt, die Kosten von einem Produkt sind wirklich in dem Produkt. Und ich kann auch als Konsument dann sehen, was halt wie teuer wäre, was halt tatsächlich das kostet. Ja, ganz oft ist das Wasser umsonst, in dem Fall hier umsonst von denen. Aber wo man halt sagen kann, der Flug hat keine realen Kosten. Der Flug ist unheimlich billig, die vegane Erlebnisreise billig, toll. Ich weiß nicht, so billig werden die nicht sein. Auf jeden Fall, die vegane Erlebnisreise kostet mich nicht so viel, wie sie tatsächlich die Umwelt kostet und damit den Tieren kostet und anderen Menschen kostet. Und mit der Internalisierung des Preises versucht man so ein bisschen das mit aufzunehmen in die Kosten. Ja? Das heißt, das ist schon mal nicht schlecht. Gibt aber so ein bisschen den falschen Ansporn. Ne? Das sagt so ein bisschen, ja, ey, wer es reicht, dann darfst du die Umwelt so richtig kaputt machen. Deswegen bin ich auch bei den 3 Tonnen gewesen. Ne? Ist mir egal, wie viel Geld ihr habt. Deswegen ist das funktioniert. Das ist ein Instrument, ein politisches. Aber das zeigt, die moralische Dimension ist total raus aus dem Ding. Ne? Ist halt einfacher. Nudging ist so Sachen wie. Das ist halt so ein bisschen jemanden schieben, das kommt tatsächlich aus der Wirtschaftswissenschaft und das ist so ein bisschen so, man stellt halt den schönen Salat vor den Dessert und den Dessert versteckt man so ein bisschen, dann nehmen mehr Leute den Salat. Ja, das ist Nudging. Cradle to Cradle ist, bei der Produktion schon genau darüber nachgedacht werden muss, wie das dann nachher weiterverarbeitet wird, ja. Das heißt, alle Produktionsschritte, Konsumschritte, die ganze Lebenserwartung und so weiter und auch der Tod eines Produkts, ja, mein Computer oder so, das ist nicht meiner, der ist damit drin. Sharing Economy ist total super, wenn man nicht auf einmal überall diese Elektroroller hat, die eigentlich ja gar nicht so umweltfreundlich sind, ne? Also Sharing Economy
Ich brauche keine eigene Bohrmaschine, ich habe Freunde mit Bohrmaschine. Ja, also, oder sogar bei einer Waschmaschine so, ne? Also, wie oft benutzt man tatsächlich eine Waschmaschine? Besser wäre es, wenn man sich die Waschmaschine mit dem ganzen Haus teilen würde. Ecological Footprint Budgeting, das ist ganz, ganz viel, was ich dazu sagen könnte. Falls das jemand interessiert, da habe ich ein Kapitel zu in meiner Doktorarbeit. Die könnt ihr euch dann gerne durchlesen. Ich kann euch gerne dazu den Link geben. Ja, und deswegen kommen wir jetzt zum Abschluss. Und zwar ist ganz wichtig, dass wir alle unsere Routinen ändern, ja? Und das sind nicht nur die Plastiktüten, das ist ganz viel anderes auch. Das ist vor allem auch der Urlaub, ja? Das ist vor allem auch der Urlaub. Ja. Ich will euch nicht die Stimmung verderben, aber ich habe ja gesagt, eigentlich finde ich es nicht schlecht, wenn am Ende Leute heulen. So, soziale Normen. Wir müssen die sozialen Normen ändern. Ja? Da wird die ganze Zeit berichtet, Flugscham, Flugscham. Es schämt sich keiner. In Deutschland haben wir mehr Flüge denn je. Ja, es fliegen mehr Leute denn je. Ein Drittel aller Neuanmeldungen von Autos sind SUVs. Ja, das heißt, da müssen wir auch mit dem Finger zeigen. Niemand ist gern Spießer. Ich bin alltäglicher Spießer. Ja, ich bin so, ey, hier, den Müll kannst du da nicht hinschmeißen und ey, hier, aber im Supermarkt hast du, wissen Sie überhaupt, was da so drin steckt und wissen Sie, was das bedeutet? Und ach, übrigens, das ist Kinderarbeit. Man ist eine super unangenehme Person. Ich habe trotzdem ein paar Freunde. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Vielleicht sind die auch super unangenehme Personen. Ja, das heißt, unbequem sein. Ja, wir müssen alle unbequem sein, weil es ist nämlich zu spät. Deswegen ist der Polarbär der die ganze Zeit da drin. Deswegen war am Anfang die brennenden Wälder in meiner Präsentation. Ja. Eigentlich ist es schon viel zu spät. Ich habe einen Klimawissenschaftler-Artikel gelesen von 2012. Der hat sich beschwert, dass die Politik immer sagte, oh, das ist unmöglich, das ist unmöglich. Und der hat gesagt, ja, aber mit unserem Klima in der Zukunft leben, das ist unmöglich. Ja, der Natur ist total egal, was wir denken und was wir machen. Wir sind der Natur egal. Der Planet Erde wird nachher noch bestehen, ja. Aber wir, ja, und der Affe, ne? Also wie gesagt, wer auch immer diese Statue gemacht hat, hat nicht darüber nachgedacht, dass der Affe auch frische Luft braucht und Wasser braucht und vielleicht auch ein paar Bananen. Ja? Aber für uns geht es ums Überleben. Ja? Es geht nicht um weniger. Es geht um unseren Planeten. Vielleicht wisst ihr, was mit Venus passiert ist. Venus ist nämlich Runaway Climate Change. Das heißt, es ist immer heißer geworden. Wenn du auf einem Feuerball bist und es immer heißer wird, dann wird es halt nicht mehr kälter. Also Eiszeit wäre nicht so schlimm. Wir sind nämlich auf dem Feuerball. Es wird schon irgendwann mal wieder wärmer werden. Aber wenn wir irgendwann dafür sorgen, dass es zu warm wird, dann werden wir irgendwann Venus. Und das ist furchtbar heiß und furchtbar unbequem. Ja, hört sich so nett an, aber niemand kann auf der Venus leben. Das heißt, was wir auch alle machen müssen, und da möchte ich euch alle zu aufrufen, ist politisch engagieren. Ja? Wir können nicht einfach nur irgendwie zuhören und selber was an uns selber verändern, weil ich als Einzelner bin eigentlich egal. Ja, ich kann zwar für mich irgendwie selber mit mir selbst im Reinen sein und diese 3 Tonnen, diese 3 Kommen konsumieren, ja, aber wenn alle anderen mehr fliegen, wenn alle anderen SUVs kaufen, wenn alle anderen auf vegane Kreuzfahrtschiffe steigen oder vegane Erlebnisreisen machen, dann sind wir in einer Welt, die nicht mehr so lange zum Chaos hat, ja, die nicht mehr so lange zur Katastrophe hat. Deswegen möchte ich an euch alle appellieren, denkt darüber euren eigenen Konsum nach, aber denkt vor allem auch darüber nach, wie wir alle zusammen wirklich dafür sorgen können, dass es weniger schlimm wird. Ja, es tut mir leid, dass ich euch nicht sagen kann, dass wir sorgen zu können, den Klimawandel zu stoppen. Das können wir nicht, das ist vorbei. Da sind wir 20 Jahre zu spät. Ja, aber wir können immer noch dafür sorgen, dass nicht das totale Chaos ausbricht, dass wir nicht um Wasser Kriege führen. Also wir führen ja jetzt schon um Wasserkriege, aber dass wir zumindest in Deutschland nicht um Wasser kriegen können. Und dass wir mit uns selbst, dass wir als Land sagen können, oder halt als Welt sagen können, hey, wir haben die Armen nicht ausgebeutet, sondern wir haben jetzt versucht, was zu ändern. Ja, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Sommerfest. Und wenn ihr Fragen habt, oder sauer auf mich seid, ich bin da hinten in der Ecke gleich.